Für ihn ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt in Richtung Männlichkeit. Die ist gut. Das findest du auch gut. So sehen die anderen Jungs aus meiner Klasse auch aus. Der 12-jährige Gymnasiast lebt im falschen Körper. Geboren wurde er als Mädchen. Doch Charlie fühlt sich als Junge seit seinem 5. Lebensjahr. Ist mir sehr wichtig, dass ich als Junge rüberkomme, weil mich dann meine Freunde auch ernster wahrnehmen und die Leute um mich. Und ich würde auf keinen Fall Mädchensachen anziehen, weil das einfach nicht zu mir passt und ich einfach ein Junge bin. Als Charlie 5 ist, bemerkt seine Mutter zum ersten Mal, dass mit ihrem Kind irgendetwas nicht stimmt. Er ist in Männerduschen beim Schwimmen gegangen oder auf Männertoiletten. Er hat mich beobachtet, wie ich reagiere, wenn er da reingeht. Und das war für mich irgendwie das Komische an der ganzen Situation. Das wurde so eine Heimlichkeit. Charlie sperrt sich gegen alles, was mädchenhaft ist. Der Einkaufsbummel wird für seine Mutter zum Stresstest. Eine Therapeutin soll klären, was Charlie fehlt. In der ersten Stunde hat sie ja schon was gesagt, was ich nicht so gut fand. Seitdem habe ich auch nicht mehr mit ihr geredet, weil ich sie dann nicht mehr mochte. Was war das, was sie gesagt hat? Du bist ein Mädchen. Also. Da war sofort gar keine Kommunikation mehr zwischen Charlie und dieser Therapeutin möglich. Das war nur ein Heulen, ein Hochgezerre. Dass Charlie, wie heute, der Familie beim Kochen hilft, wäre damals undenkbar gewesen. Er bricht die Therapie ab. Es geht ihm von Tag zu Tag schlechter. Mit 6 Jahren entwickelt er schließlich eine Essstörung. Ich habe nichts mehr gegessen, weil ich habe gedacht, wenn ich was esse, dass ich dann halt weiblicher werde. Und dann habe ich auch immer mehr abgenommen, bis ich dann irgendwann in die Klinik sollte. Wenig. So? Ja. Jetzt habe ich deine Soße vergessen. Ich lag eigentlich dann nur im Bett und habe mich auch kaum mit Freunden verabredet. Keine Kraft und auch gar keine Lust zu. Charlie kommt in die Kinderambulanz der Frankfurter Uniklinik. Ein weiterer Therapeut untersucht ihn. Und zum ersten Mal fühlt sich Charlie aufgehoben. Ich sollte viele Bilder malen. Ich sollte Jungen und Mädchen malen. Natürlich habe ich die mit Hose gemalt. Und dann hat er halt immer verglichen, wie das andere Kinder malen würden. Also die halt nicht so sind wie ich. Ich fand es erstmal gut, dass der mich auch wirklich ernst genommen hat und nicht einfach so, ach, das ist nur eine Phase oder so. Die meisten sprechen immer dazwischen und der hat mich auch eher verstanden als die Therapeutin, wo ich vorher war. Zwei unabhängige Gutachter diagnostizieren bei Charlie eine Geschlechtsidentitätsstörung. Zum ersten Mal wird er offiziell als Junge wahrgenommen. Die Familie handelt schnell, lässt seinen Namen amtlich ändern. Auf einer Türkei-Reise nennen ihn alle zum ersten Mal öffentlich Charlie. Man hat schon in diesem Urlaub gesehen, wie glücklich der eigentlich wurde, wie befreit er auch war. Selbst das Essen wurde da schon anders. Es war einfach ein glücklicherer Mensch. Nach diesem Urlaub stand für mich wirklich fest, das wird der Weg sein, den wir mit ihm gehen müssen. Jetzt geht er in die Offensive. In der Grundschule erklärt Charlie seinen Mitschülern, dass er ab jetzt als Junge behandelt werden wolle. Da musste ich mich vor die Klasse stellen und das alleine sagen. Und am Anfang haben sie halt ein bisschen komisch reagiert, aber nach einer Zeit hat sich das auch dann gelegt und die haben mich da dann auch gut verstanden. Und dann durfte ich auch beim Sportunterricht bei den Jungs mitmachen und dann auch auf die Jungtoilette gehen. Inzwischen besucht Charlie ein Gymnasium. Dort hilft ihm Schulpädagogin Susanne Wessel bei seinem 2. Outing. Und wieder machen es ihm seine Mitschüler leicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Erwachsene da sehr viel verkopfter rangehen und da Dinge wittern, die noch gar nicht da sind. Und für Kinder ist so vieles möglich. Also die können auch noch gar nicht, also aus meiner Sicht so ermessen, was das auch so mit sich bringen kann. Und die nehmen das leichter. Wir spielen auf PC, wir reden über alltägliche Dinge. Also wir nehmen halt alle als Junge wahr. Das heißt also ganz normal, was Jungen halt auch so besprechen.
Vor allem bei den Mädchen kommt Charlie gut an. Seiner Meinung nach waren sogar schon ernstere Bindungen dabei. Die meisten Freundinnen, die ich hatte, die wussten das eigentlich. Die gingen damit eigentlich auch ganz locker um. Und wenn die das nicht wissen, dann erzähle ich denen das natürlich. Weil ich finde, die haben auch ein Recht darauf, das zu wissen. Nicht, dass sie sich irgendwie verarscht fühlen. Das heißt, du hast schon mehrere Freundinnen gehabt? Ja. Also jetzt im Sinne von Kumpelsfreundinnen oder war da auch mal was mit ein bisschen Nein, mehr so war? Beziehung meine ich. Doch bald werden sich Charlies Klassenkameraden zu richtigen Männern entwickeln. Die Pubertät steht bei den Sechsklässlern unmittelbar bevor. Um die Ausbildung weiblicher Geschlechtsmerkmale zu stoppen, erhält Charlie bereits jetzt, mit 12 Jahren, pubertätshemmende Spritzen. Dr. Achim Wüsthoff beaufsichtigt die erste Hormontherapie. Mit 14 möchte Charlie dann bei dem Hamburger Experten eine zweite Therapie beginnen. Dann könnte er Testosteron gespritzt bekommen. Das würde die männliche Pubertät einläuten. Es kommt zum Stimmbruch, die Gesichtszüge werden kantiger, er setzt Muskelmasse an, seine Behaarung wird zunehmen. Diese Veränderung wünscht er sich sehr. Man muss natürlich sehr sicher sein, dass eben eine so radikale Veränderung tatsächlich auch die richtige für ihn ist. Deshalb kann er diese erste Hormontherapie noch jederzeit abbrechen. Dennoch, die Idee, schon Kinder hormonell zu behandeln, ist umstritten. Geht es nach Dr. Hartmut Bosinski, könnte Charlie bald einer der Letzten sein, die so früh Hilfe bekommen. Der Sexualmediziner setzt sich für einen Beginn der Therapie erst ab dem 14. Lebensjahr ein. Ich sehe die Gefahr, dass den Kindern nicht möglich wird, ihren eigenen sexuellen Entwicklungsweg zu finden. Sie erleben keine sexuellen Fantasien, das wird durch die Hormone blockiert. Sie erleben keinen Orgasmus, sie erleben nicht die Möglichkeit, sich zu verlieben. All das ist aber erforderlich, um die Geschlechtsidentität gewissermaßen abzurunden. Charlie indes ist im Moment felsenfest davon überzeugt, dass seine Zukunft männlich ist. Vor allem Bruder Philipp und Schwester Sina geben ihm dabei Kraft. Ich wünsche mir für ihn, dass er auf jeden Fall immer Leute um sich hat, die ihn unterstützen und die ihn so akzeptieren, wie er ist. Und ihm nicht ganz so viel Mitleid schenken, sondern einfach Kraft. Erst mit 18 darf er eine geschlechtsangleichende Operation machen lassen. Sie würde seine Entwicklung zum Mann abschließen. Charlie kann es kaum erwarten. Also als nächstes bekomme ich die anderen Spritzen, die, damit ich auch Stimmbruch und Bartwuchs bekomme. Und wenn ich dann erwachsen bin, will ich auch die OP dann machen. Weil ich mich dann männlicher führe und dann auch viel männlicher aussehe. Und auch männlicher bin. Heute ist ein guter Tag für Charlie. Der Friseurtermin. Für ihn ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt in Richtung Männlichkeit. Die ist gut. Das findest du auch gut. So sehen die anderen Jungs aus meiner Klasse auch aus. Der 12-jährige Gymnasiast lebt im falschen Körper. Geboren wurde er als Mädchen, doch Charlie fühlt sich als Junge seit seinem 5. Lebensjahr. Es ist mir sehr wichtig, dass ich als Junge rüberkomme, weil mich dann meine Freunde auch ernster wahrnehmen und die Leute um mich. Und ich würde auf keinen Fall Mädchensachen anziehen, weil das einfach nicht zu mir passt und ich einfach ein Junge bin. Als Charlie 5 ist, bemerkt seine Mutter zum ersten Mal, dass mit ihrem Kind irgendetwas nicht stimmt. Er ist in Männerduschen beim Schwimmen gegangen oder auf Männertoiletten. Er hat mich beobachtet, wie ich reagiere, wenn er da reingeht. Und das war für mich irgendwie das Komische an der ganzen Situation. Das wurde so eine Heimlichkeit. Charlie sperrt sich gegen alles, was mädchenhaft ist. Der Einkaufsbummel wird für seine Mutter zum Stresstest. Eine Therapeutin soll klären, was Charlie fehlt. In der ersten Stunde hat sie mir schon was gesagt, was ich nicht so gut fand. Seitdem habe ich auch nicht mehr mit ihr geredet, weil ich sie dann nicht mehr mochte. Was war das, was sie gesagt hat? Du bist ein Mädchen. Also. Da war sofort gar keine Kommunikation mehr zwischen Charlie und dieser Therapeutin möglich. Das war nur ein Heulen, ein Hochgezerre. Dass Charlie, wie heute, der Familie beim Kochen hilft, wäre damals undenkbar gewesen. Er bricht die Therapie ab. Es geht ihm von Tag zu Tag schlechter.
Mit 6 Jahren entwickelt er schließlich eine Essstörung. Ich habe nichts mehr gegessen, weil ich habe gedacht, wenn ich was esse, dass ich dann halt weiblicher werde. Und dann habe ich auch immer mehr abgenommen, bis ich dann irgendwann in die Klinik sollte. Wenig. So? Ja. Als habe ich deine Soße vergessen. Ich esse schon. Ich lag eigentlich dann nur im Bett und habe mich auch kaum mit Freunden verabredet. Ich habe keine Kraft und auch gar keine Lust zu. Charlie kommt in die Kinderambulanz der Frankfurter Uniklinik. Ein weiterer Therapeut untersucht ihn. Und zum ersten Mal fühlt sich Charlie aufgehoben. Ich sollte viele Bilder malen. Ich sollte Jungen und Mädchen malen. Natürlich habe ich die mit Hose gemalt. Und dann hat er halt immer verglichen, wie das andere Kinder malen würden. Also die halt nicht so sind wie ich. Ich fand es erstmal gut, dass der mich auch wirklich ernst genommen hat und nicht einfach so, ach, das ist nur eine Phase oder so. Die meisten sprechen immer dazwischen und der hat mich auch eher verstanden als die Therapeutin, wo ich vorher war. 2 unabhängige Gutachter diagnostizieren bei Charlie eine Geschlechtsidentitätsstörung. Zum ersten Mal wird er offiziell als Junge wahrgenommen. Die Familie handelt schnell, lässt seinen Namen amtlich ändern. Auf einer Türkei-Reise nennen ihn alle zum ersten Mal öffentlich Charlie. Man hat schon in diesem Urlaub gesehen, wie glücklich der eigentlich wurde, wie befreit er auch war. Selbst das Essen wurde da schon anders. Es war einfach ein glücklicherer Mensch. Nach diesem Urlaub stand für mich wirklich fest, das wird der Weg sein, den wir mit ihm gehen müssen. Jetzt geht er in die Offensive. In der Grundschule erklärt Charlie seinen Mitschülern, dass er ab jetzt als Junge behandelt werden wolle. Da musste ich mich vor die Klasse stellen und das alleine sagen. Und am Anfang haben sie halt ein bisschen komisch reagiert, aber nach einer Zeit hat sich das auch dann gelegt und die haben mich da dann auch gut verstanden. Und dann durfte ich auch beim Sportunterricht bei den Jungs mitmachen und dann auch auf die Jungtoilette gehen. Inzwischen besucht Charlie ein Gymnasium. Dort hilft ihm Schulpädagogin Susanne Wessel bei seinem zweiten Outing. Und wieder machen es ihm seine Mitschüler leicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir Erwachsene da sehr viel verkopfter rangehen und da Dinge wittern, die noch gar nicht da sind. Und für Kinder ist so vieles möglich. Also die können auch noch gar nicht, also aus meiner Sicht, so ermessen, was das auch so mit sich bringen kann. Und die nehmen das leichter. Wir spielen auf PC, wir reden über alltägliche Dinge. Also wir nehmen halt alle als Junge wahr. Das heißt also ganz normal, was Jungen halt auch so besprechen. Vor allem bei den Mädchen kommt Charlie gut an. Seiner Meinung nach waren sogar schon ernstere Bindungen dabei. Die meisten Freundinnen, die ich hatte, die wussten das eigentlich. Die gingen damit eigentlich auch ganz locker um. Und wenn die das nicht wissen, dann erzähle ich denen das natürlich. Weil ich finde, die haben auch ein Recht darauf, das zu wissen. Nicht, dass sie sich irgendwie verarscht fühlen. Das heißt, du hast schon mehrere Freundinnen gehabt? Ja. Also jetzt im Sinne von Kumpelsfreundinnen oder war da auch mal was mit ein bisschen Nein, mehr Gefühl? Nein, so Beziehung meine ich. Doch bald werden sich Charlies Klassenkameraden zu richtigen Männern entwickeln. Die Pubertät steht bei den 6 Klässlern unmittelbar bevor. Um die Ausbildung weiblicher Geschlechtsmerkmale zu stoppen, erhält Charlie bereits jetzt, mit 12 Jahren, pubertätshemmende Spritzen. Dr. Achim Wüsthoff beaufsichtigt die erste Hormontherapie. Mit 14 möchte Charlie dann bei dem Hamburger Experten eine zweite Therapie beginnen. Dann könnte er Testosteron gespritzt bekommen. Das würde die männliche Pubertät einläuten. Es kommt zum Stimmbruch, die Gesichtszüge werden kantiger, er setzt Muskelmasse an, seine Behaarung wird zunehmen. Diese Veränderung wünscht er sich sehr. Man muss natürlich sehr sicher sein, dass eben eine so radikale Veränderung tatsächlich auch die richtige für ihn ist. Deshalb kann er diese erste Hormontherapie noch jederzeit abbrechen. Dennoch, die Idee, schon Kinder hormonell zu behandeln, ist umstritten.
Geht es nach Dr. Hartmut Bosinski, könnte Charlie bald einer der Letzten sein, die so früh Hilfe bekommen. Der Sexualmediziner setzt sich für einen Beginn der Therapie erst ab dem 14. Lebensjahr ein. Ich sehe die Gefahr, dass den Kindern nicht möglich wird, ihren eigenen sexuellen Entwicklungsweg zu finden. Sie erleben keine sexuellen Fantasien, das wird durch die Hormone blockiert. Sie erleben keinen Orgasmus, sie erleben nicht die Möglichkeit, sich zu verlieben. All das ist aber erforderlich, um die Geschlechtsidentität gewissermaßen abzurunden. Charlie indes ist im Moment felsenfest davon überzeugt, dass seine Zukunft männlich ist. Vor allem Bruder Philipp und Schwester Sina geben ihm dabei Kraft. Ich wünsche mir für ihn, dass er auf jeden Fall immer Leute um sich hat, die ihn unterstützen und die ihn so akzeptieren, wie er ist. Und ihm nicht ganz so viel Mitleid schenken, sondern einfach Kraft. Erst mit 18 darf er eine geschlechtsangleichende Operation machen lassen. Sie würde seine Entwicklung zum Mann abschließen. Charlie kann es kaum erwarten. Also als nächstes bekomme ich die anderen Spritzen, damit ich auch Stimmbruch und Bartwuchs bekomme. Und wenn ich dann erwachsen bin, will ich auch die OP dann machen, weil ich mich dann männlicher führe und dann auch viel männlicher aussehe und auch männlicher bin.